Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Seine Majestät König Abdallah heute wieder einmal in Berlin ist. Und wir haben uns zuletzt bei der Libyen-Konferenz in Paris gesehen, aber wir treffen uns regelmäßig und natürlich haben wir uns heute sowohl über die Lage in Jordanien unterhalten als auch über die Situation im gesamten arabischen Raum. Wir alle verfolgen die Parlamentswahlen in Ägypten natürlich mit großem Interesse und wir waren uns einig, dass diese Wahlen fair, frei und demokratisch durchgeführt werden müssen. Wir haben über den Prozess in Jordanien gesprochen, der Regierungsbildung, der großen Aufgaben, die vor der neuen Regierung und dem Parlament liegen, viele Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch dort Wahlen stattfinden können. Wir haben natürlich über den Nahostfriedensprozess gesprochen und ich habe von meiner Seite deutlich gemacht, dass wir sehr bedrückt sind darüber, dass die Friedensverhandlungen überhaupt nicht vorankommen und dass wir in dem gesamten Umfeld hier ein großes Problem sehen und Deutschland wird und das darf ich, glaube ich, auch für Jordanien sagen, alles tun, damit hier möglichst Fortschritte erzielt werden und die Situation sich nicht noch weiter zuspitzt und schwieriger gestaltet. Wir haben natürlich über die Entscheidung der Arabischen Liga gesprochen, im Blick auf die Situation in Syrien mit Sanktionen zu reagieren. Und ich habe von meiner Seite aus deutlich gemacht, dass wir diesen Weg der Arabischen Liga ausdrücklich unterstützen, dass die Europäische Union einen analogen Weg einschlägt und wir uns auch von deutscher Seite sehr intensiv einsetzen für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates bezüglich der Vorgänge in Syrien und der massiven Menschenrechtsverletzungen. Und es freut mich, dass wir hier auch zwischen der Arabischen Liga und der Europäischen Union doch sehr stark in eine Richtung vorangehen. Die Situation in der gesamten Region, in der Jordanien liegt, ist eine komplizierte. Umso mehr freuen wir uns, dass Jordanien alles tut, um den Weg Schritt für Schritt zu gehen, zu mehr Offenheit, zu mehr Demokratie. Und wir haben natürlich auch über unsere bilaterale Zusammenarbeit gesprochen. Die bilaterale Zusammenarbeit zeichnet sich durch viele sehr spezifische Projekte aus. Ich will ausdrücklich erwähnen, das Projekt der Deutsch-Jordanischen Universität. Wir haben eine sehr intensive Entwicklungszusammenarbeit im Bereich des Wassers und wir haben darüber gesprochen, dass wir auch im Bereich der erneuerbaren Energien diese Entwicklungsarbeit vertiefen können. Wir haben im Zusammenhang mit Schuldentausch in sehr konkrete Projekte investiert und Deutschland möchte auch weiterhin ein Freund Jordaniens sein bei der schrittweisen Entwicklung des Landes. Sie sind nicht gesegnet mit so viel Bodenschätzen, wie das andere ihrer Nachbarn sind. Umso mehr wollen wir sie unterstützen, damit auch die Menschen in Jordanien Wohlstand erleben können und Verbesserung ihrer Lebenssituation. Thank you, Madam Chancellor. I'm very delighted to be back here in Berlin and thank you very much for the warm reception and hospitality accorded to me and my delegation. We had, I think, a very productive discussions on bilateral issues as well as the regional developments in the Middle East. We greatly value Germany's role, especially as part of Europe, and we pride ourselves on the unique relationship we have with your country, and we seem to see eye to eye on all these issues. We've agreed to remain in very close contact and coordinate on the future challenges in the Middle East, but on a bilateral level, as you mentioned, Chancellor, I'm very encouraged with the level of cooperation, especially successful joint projects such as the German Jordanian University, which really has been one of the most successful projects I have witnessed in my country over the next over the past 10 years. And we hope to be able to build on that potential. We have talked about the Arab Spring, about the development of political reform in Jordan. Again, we look to Germany, the government, the parliament, to help us in the transition of political reform, especially in the establishment
of new political parties, which is going to be our major challenge in the future. We also discussed the possibility of Jordanian-German bilateral cooperation on industry. We think there are a lot of German firms that have tremendous opportunities, not only in Jordan because of our stability and human resources, in mining, energy, renewable energies and infrastructure, but also Jordan is a stepping stone into the building blocks for the countries in our region. As the Chancellor mentioned, we discussed the peace process or the lack of, and how much of a destabilizing effect this is going to have on the progress of the whole region. We noted the importance of continued financial support to the Palestinian National Authority. It is crucial that they continue to get financial support to build infrastructure and improve the economy, and we hope that the Israelis will look at releasing funding in that area that will have a direct impact on, obviously, schools, hospitals, and keeping the vital needs of the Palestinian people. We have also underscored the need for the Israeli government to halt settlement activity, which is particularly affecting the process of us trying to get the Palestinians and Israelis together, and we are very concerned of the settlement activity that we see in East Jerusalem. It is in our vested interest, both Jordan and Germany, to make sure that the Israelis and Palestinians come back to the peace tables, and we've been working under the European coordination to see how we can achieve that. We spoke very briefly about Syria, and again, we underscored the decision taken by the Arab League recently. We, as Jordan, are part of an Arab consensus. We in Jordan do not believe in military intervention into Syria, but the implications of what's going on is alarming, especially on a humanitarian level, and Jordan will be part of the Arab League technical committees to see what Jordan's role is on economic sanctions and how these discussions will affect Jordan. Again, thank you very much for having me here, and I'm very delighted to be here. Frau Bundeskanzlerin, Königliche Hoheit, da Sie beide auch den Blick für die weitere Region haben, würde mich interessieren, ob bei Ihren Gesprächen auch die Absage Pakistans zur bevorstehenden Afghanistan-Konferenz ein Thema war und ob Sie das für die Stabilität in der größeren Region sozusagen mit Sorge erfüllt, wenn die Pakistaner nun nicht kommen. Ehrlich gesagt haben wir die Region so weit heute nicht ausgedehnt, aber natürlich sind wir beide, Jordanien und Deutschland, an einer vernünftigen Entwicklung Afghanistans interessiert. Man weiß, wie nah am Iran und dann den vielen Implikationen Afghanistan liegt. Und insofern messe ich der Konferenz des Bundesaußenministers eine große Bedeutung bei. Und wir haben immer gesagt, dass die Konflikte nur in der Region gelöst werden können. Und Pakistan ist Teil dieser Region. Und deshalb sind wir natürlich sehr betrübt, dass heute diese Absage kam, und wir werden sicherlich auch noch mal schauen, ob das noch revidiert werden kann. Ich verstehe die Sorge Pakistans über die Tötung von Menschen durch NATO-Truppen, aber das sollte doch nicht den Blick dafür versperren, dass diese Afghanistan-Konferenz eine sehr, sehr wichtige Konferenz ist. 10 Jahre nach der Konferenz in Bonn. Es gab eine große Loya Jirga jetzt in Afghanistan. Es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit im politischen Prozess, und dem dient ja diese Konferenz, einen Fortschritt zu machen, und deshalb einerseits Verständnis, und auf der anderen Seite müssen wir mal schauen, ob wir noch etwas machen können. I can only add support to the Chancellor's words. Like Germany, Jordan has its commitments in Afghanistan, but again, the political process is what takes precedence now. We have a very strong relationship with Pakistan, but we do hope that that situation will improve. Mal gesehen.
Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie erlauben, eine Frage zu den Euro-Rettungsmaßnahmen im Hinblick auf den Gipfel in Brüssel nächste Woche. Inwieweit gibt es parallel zu den geplanten Vertragsänderungen derzeit Überlegungen, in einem kleineren Kreis von Ländern mit bestimmten Instrumenten schon schneller voranzugehen? Unsere Priorität liegt darin, die gesamte Eurozone und das auch im Einvernehmen mit allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf eine stärkere vertragliche Grundlage zu stellen. Daran arbeiten wir. Dem widmen wir jetzt erstmal unsere Anstrengungen und deshalb kann ich darüber hinaus nichts berichten, sondern das steht im Fokus all meiner Gespräche, die ich mit den verschiedenen Teilnehmern führe. Es ist so, dass nicht alle begeistert sind davon, Vertragsänderungen zu haben, weil das zum Teil auch schwierige Abstimmungsprozesse in den einzelnen Regierungen, Parlamenten und mit der Bevölkerung bedarf. Trotzdem glaube ich, dass diejenigen, die uns Geld leihen oder die Geld geben für Staatsanleihen in Europa, die Erwartung haben, dass wir strenger, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, sicherstellen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt eingehalten wird. Und da er über 60 Mal verletzt wurde unter den früheren Instrumentarien, braucht man jetzt, glaube ich, bindende, verpflichtende Regelungen. Und die bekommen wir ohne Vertragsänderungen nicht. Deshalb werde ich dafür werben. Aber wir sind ja voll im Prozess. Und ich will vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, nochmal zu sagen, auch wenn ich Freitag eine Regierungserklärung halte, dann wird dort noch kein abschließendes Ergebnis erkennbar sein. Ich kann den Beschlüssen des Rates mit Sicherheit eine Woche später am Freitag nicht vorgreifen. Auch eine Frage an die Bundeskanzlerin. In dem Zusammenhang, der polnische Außenminister hat sehr weitreichende Reformvorstellungen gemacht, vorgestellt gestern. Er hat davon gesprochen, dass die EU-Mitgliedstaaten quasi die Rechte von Bundesstaaten in Amerika haben könnten am Ende eines solchen Reformprozesses. Halten Sie eine solche Debatte für hilfreich oder lenkt es davon ab, die anstehenden Probleme in einem engeren Rahmen zunächst mal zu lösen? Polen ist ja ein Land, das zu einem bestimmten Zeitpunkt, den es selbst wählt, natürlich auch dem Euroraum beitreten möchte. Und ich glaube, dass Polen, und Polen hat immerhin die Präsidentschaft im Augenblick in der Europäischen Union, sehr klare Vorstellungen davon hat, dass die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit sehr viel enger werden muss, sehr viel verbindlicher werden muss. Das geht nur in einem schrittweisen Prozess, aber es ist gut, wenn nicht nur Deutschland sagt, wir brauchen eine Fiskalunion, eine Stabilitätsunion, sondern wenn das auch andere sagen und sagen, wir brauchen dazu sehr viel mehr innere Koordinierung. Ich entschuldige mich, dass ich jetzt so viel über den Euro spreche, aber ich glaube, angesichts der Situation ist es ja in unser aller Interesse, dass der Euroraum stabil ist, und insofern sei mir das verziehen bei dieser Pressekonferenz.